Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Starfield, wo wir in dieser wundervollen Mine zurückgeblieben sind und hier Zeug nicht mitgenommen haben oder ich es mit Absicht liegen gelassen haben und ich habe nicht geguckt, warum. Credits, Polymer. So, wir waren hier in der Mine, um tatsächlich für Rohstoffe zu finden, für Ritun. Ritun Industries, Rutin, für die Industries da halt, ne? Weil, wegen dem Nanochip, den wir uns implementieren lassen wollen, das ist Schmutz. Was haben wir hier noch so? Das ist doch noch, ne? Was haben wir hier so? Zack. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Ja, yeah, so sehe ich das nämlich auch. Ja. Genau da waren wir stehen geblieben. Und wir wollten hier hochgehen. Und da gehen wir jetzt hoch. Ja, ja. Anders hinsetzen. So. Extreme Umweltbelastung. Das steht bei mir unten rechts immer. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was das mir damit sagen will. Waffe nehmen wir mit. Was haben wir hier so? Schmutz. Das ist schön. Wahrscheinlich hier überall das gleiche. Ja. Und hier. Ey. Auch. So, das Medipack nehmen wir natürlich mit. Was machst du da oben? Sonst haben wir nichts mehr. Okay, wir speichern einmal kurz ab und schleichen. Achtung, Feind! Ups. Es tut mir aber jetzt leid. Das ist unsere neue Pistole, glaube ich, gell? Eliminiert das Ziel. Ihr seht mich nicht. Er sieht mich. Die Frage ist, kann ich hier mit einer Wahlkampfwaffe reinrennen oder bringe ich mich jetzt damit um? Ich sehe dich! Easy. Okay, irgendwie der Nahkampf lohnt sich halt irgendwie so mal gar nicht. Bin fast dead. Ich glaube, den schaffen wir noch, wenn wir uns anstrengen. Ich hatte kurz einen Black Screen. Also mit den Black Screens aktuell irgendwas ist da nicht so geil, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Ich muss mal darauf achten. Nehmen wir den mit? Nee. Ja, ich habe Scheiße mitgenommen. Wir gucken uns gleich die Vertragsdinger an, aber erst dieser Rucksack, der muss wieder raus. Was ist das denn? Weg! Was ist das? 9800 wert? Ah, das kann weg. Ablegen. Ciao. So! Wir dürfen nicht vergessen, nach dem Fight in unserer Base zu sein und nicht, haben wir eigentlich keine Dinger mehr? Machen wir es also. Schön. So, Kaffee nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Nuva Power, das Ding, das. Ja, 3000 Wert. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Baugerät nicht. Das aber das. Und das. Sind wir überladen? Noch nicht. Sonst noch irgendwas Interessantes? Nö, nö, nö. Die Vertragsdaten, die lesen wir sofort. Eine Sekündle, nur eine Sekündle. Gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes rumliegt. Da waren wir gerade. Blei.
Okay, von mir aus. Allheilmittel, auf jeden Fall. Jetzt sind wir überladen. Nee. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was war hier noch? Ah, warte. Das nehmen wir mit. So. Ich glaube, größtenteils haben wir damit eigentlich alles. Ja. Na, gucken wir mal an, was wir da bekommen haben. Neue Items. Nein. Notizen. Quest. Vertrags... ja, hier. Vertragsanweisung. Client Infinity LTD, Lukas Drexler. Job, bla bla bla. Anweisung, die Rotseed-Lieferung abfangen, die für Ryujin Industries gedacht ist. Lieferung umleiten zu die Klinik an Dr. Kendrick Lane. Narion System, Freestar Collective. Es darf keine Zeugen geben. So, haben wir uns durchgelesen. Dann wissen wir ja schon mal Bescheid, wo die sind. Öffnen den Schalter. Oh, hi. Gut, dann können wir eigentlich hier weg. Wir schweben zumindest weg. Hi. Freut mich, Sie zu sehen. Gleichfalls einsteigen. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Gäh? Bin ich auch. Transfer. Wir transferieren jetzt erstmal vom Inventar die ganzen Ressourcen. Übertragen. Und schon sind wir weniger, aber die hat auch noch ein paar. Wo ist sie denn? Hi, Andrea, hi. Ich sagte hi. Hm? Ja? Was hast du für mich? Du hast was für mich? Ah ja, du hast den ganzen sonstigen Scheiß. Ja, gib mir das mal alles. Danke. Sonst hat die eigentlich... Ja, das kannst du mir auch wieder geben. Den Helm weiß ich nicht, wo ich dir gegeben habe. Warum habe ich dir den Scheiß gegeben? Braucht die davon einen? Wir nehmen auf jeden Fall mal einen mit. Oh mein Gott, ich habe ihr alle Waffen gegeben. Shit, wie viel Scheißzeug habe ich denn mitgenommen? Und welche ist die Waffe, die sie aktuell hat? Die hat sie. Heißt, wir nehmen hier alles mit. Und können wahrscheinlich nie wieder laufen. Wahrscheinlich wirklich nicht. Ansonsten haben wir eigentlich alles. Was braucht die eigentlich für eine Waffe, ne? Die nimmt die 40er XMM hier. Dann braucht sie die eigentlich nicht. Nö, ciao. Der Rucksack und so lasse ich dir mal, falls du den brauchst. Okay. Wir sind nicht überladen? Doch, nur ganz knapp. Was? Okay. Gut. So, bevor wir aber jetzt weitergehen, kurz auf unseren eigenen Planeten. Und dort, legen wir mal ganz kurz die illegalen Waren ab. Der ist wo gewesen? War der Olympus? Nee, der war... Narion, Alphans... Doch, der war Olympus, oder was? Nee, es war Volley 2, gell? War das hier? Nee. Da war es doch Olympus. Ja, genau. Und dann hier der... Nee, Nosoi. Nosoi, Dreckdinger, ne? Hier, ne, Außenposten 1. Wird schon gut gehen. Ich weiß noch nicht, was ich mit den ganzen illegalen Waren mache, aber vielleicht können wir irgendwann durch einen Skillpunkt oder so sie dann doch mitnehmen. Und wenn wir sie mitnehmen, dann kann ich es nicht eigentlich theoretisch einem Begleiter in die Hand geben, ihn wegschicken, dann wieder aufnehmen und in der Stadt dann verkaufen.
Warum kann ich nicht vom Inventar aus transferieren? Eigentlich sollte das doch möglich sein, oder? Vom Schiffsinventar. Ah ja, übrigens, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Das habe ich mal erzählt, dass ich ein bisschen aufgeräumt habe. Und das habe ich auch. Ich habe das hier ein bisschen alles umsortiert. Und hier, wie ihr seht, deutlich, ja, was heißt vergrößert? Ich habe vergrößert. Ich habe dann hier so einen kleinen Konferenzraum draußen mit einem Brett. Nö, hier gibt's Leder, hier ist Schmutz. Einfach nur, dass es noch was aussieht. Hallo. Bist du zu plaudern hier? Nö. Dann hier halt so das Gewohnte, wie ihr so kennt. Hier geht's jetzt rein. Genau, dann haben wir hier diesen offenen, schönen, riesigen Raum. Hier haben wir unsere gestohlenen Waren. Die habe ich tatsächlich hierhin platziert. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir haben es getan. Da werden wir natürlich auch den Rest wieder hin tun. Ciao. Und ciao. Das war, glaube ich, alles. Ja. Da ist so viel an Zeug drin, gell. Hier haben wir dann noch so einen großen Raum. Ich glaube, hier werde ich die Pflanzen oder so hinmachen, wenn es dann soweit kommt. Dann kommen wir hier hin. Das ist sozusagen unser Crafting Room. Mit dem ganzen Zeug hier. Ja, Lagerkiste, bla bla. Forschungskiste, schön. Militärkiste. Und hier haben wir unsere Waffen drin. Unsere, generell alle Waffen. Auch die Legendaries. Da habe ich einen Titan Rattler. Warum habe ich den eigentlich drin? Das ist übel viel wert. 114. Nee. Doch, 114.000. Was? Warum ist der so viel wert? Berserker, je weniger Aufwandsvorsorge und Ziel, hochwertige Material macht diese Waffe leicht wie eine Feder. Das ist ja schön. Die ist vollkommen busted für den Preis. Ja. Gut, dann haben wir hier noch einen Raum. Der ist, da sind die Büros sozusagen. Der ist auch relativ klein. Da wird noch mehr. Und die Schlafräume habe ich hier reingemacht. Da haben wir hier so einen, ne? Wohnzimmerplatz mit Fernseher, den ich hier reingemacht habe. So, halt ist ein Display, wo ich dann als Deko benutze, mit hier im Schrank. Ein Teppich, ist das nicht schön? Hier haben wir dann sozusagen so ein paar, ja, Probebetten. Oder halt, wenn jemand hier, ne, keinen Platz hat, in seinen Gemächern, dann darf er hier schlafen. Das Bett steht ziemlich schräg, das triggert mich ein bisschen. Mülleimer. Dann hier normalen Schreibtisch zum Arbeiten. Ja, und dann hat halt jeder hier so seine Kajüte, könnte man sagen, wo er dann repennt, einen kleinen Nachttisch hat. Hier sogar noch ein Regal. Ne? Hier haben wir noch ein bisschen Spinde. Die können wir leider nicht öffnen. Aber sie existieren, das ist schön. Genau, ein paar Bildchen und so. Ja, das habe ich so nebenher ein bisschen gemacht. Wobei das extrem viel Zeit. Also das Platzieren und so. Also bis ich das hier alles so platziert habe, wie es war, das hat einfach ewig gedauert, weil einfach nichts einrastet und alles muss man so frei positionieren. Das war. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz cool geworden, oder? Könnt ihr mir ja schreiben. Gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Vor allem davon. Geil. Zwei Büroplätze. Ah, das ist schon okay. So ist es ein bisschen aufgeräumter. Was mache ich hier? Gut, wenn wir schon mal hier sind. Waffenwerkbank können wir, glaube ich, noch nichts groß lernen. Wie geht's dir, Dusty? Oh, hi. Stimmt, du bist ja hier. Hi. Forschungslabor. Können wir zufällig was forschen, wenn wir schon mal hier sind? Ich glaube nicht. Das wird zumindest nichts angezeigt. Doch hier. Erdzeitige Küche. Wir haben Eier. Geben wir mal eins ab. Geflügel geben wir mal eins ab. Hier haben wir noch was. Gewürze. Haben wir sogar 16 im Inventar. Dann dieses Kan-Uchu irgendwas. Ja, immerhin haben wir eins. So, was haben wir hier noch? Helmmodus. Polymer, das haben wir mehr als genug. Helmmodus 1 wurde freigeschaltet. Lerne, wie du Helm... Ach, Mods. Modus. Modus. Mods. Geil. Haben wir. Geil. Schön, dass du unversehrt zurück bist. Das ist nett. Danke für die netten Worte. Wenn es blockiert ist, können wir hier auf jeden Fall noch nichts machen. Okay, ich sehe schon. Okay. Na, ein bisschen haben wir ja was dazu gekriegt. Das ist ja schon mal was. Wie ist das jetzt eigentlich? Kann ich jetzt unseren Helm nehmen? Wir haben jetzt hier einen Mod frei. Kann ich was dazu machen, oder? Rein theoretisch. Geil. EM-Abschirmung, Energieabschirmung, Schussabschirmung. Das ist natürlich
Super, ich weiß ganz genau, was jetzt die ganzen Sachen machen. Das ist super geil. Okay, bei 2, da können wir noch nichts machen. Und 3 auch nicht, 4 auch nicht. Skin, Standard Skin. Wie sieht's hier aus? Extra Kapazität. Erhöht die Traglast um 10 Kilo. Ja, geil. Luftresistenz ist ja echt cool eigentlich. Einfaches Dash Boost Pack. Ach, das muss man equippen. Oh, lol. Boost Pack mit kurzer Nutzung, aber hohen Energieausstoß. Boosttür wird gegen Mobilität eingetauscht. Okay. Power Boost Pack. Mit höherer Energie, ideal für Umgebung mit hoher Schwerkraft. Skins. Keine Skins. Okay. Ich wusste gar nicht, dass, ne? Ich kann es wegmachen. Das bringt mir halt überhaupt nichts. Das ist eigentlich ganz cool. Wie sieht's hier aus? Können wir hier irgendwas installieren? Ja, Schutzabschirmung. Die Frage ist, was bringt es halt? Ach, es gibt physische Resistenzen. Jetzt, das steht ja oben dran. Ja, easy. Dann machen wir dran. Gäh? Dann machen wir hier auch Schussabschirmung. Zack. Und hier können wir das auch machen. Nee. Nice, wir haben mehr Armor dazu bekommen. Das ist ja jetzt ganz cool. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass ich würde eigentlich am liebsten das Zeug vom Schiff kurz hier laden, zwischenlagern, wenn wir schon mal da sind. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich das jetzt kurz tue. Das Schiff ist leider Gottes wieder da hinten, wie immer. Also ich hatte schon voll Bock, so eine riesige Base aufzubauen, aber... Ihr wisst ja, das funktioniert halt einfach nicht richtig. Das pisst mich an. Aber das ist halt einfach unnötig kompliziert und umständlich. Was bist du denn? Oh, geh weg. Geh weg. Sollen das eigentlich? Oh, nice. Fliegende Materialien. Ah, komm, weißt du, wenn ich schon mal da bin. Eigentlich könnte man aus solchen Planeten so die Schleichangriffe üben, wenn du so zu einem wirklich Schwachen gehst. Dann kannst du ja ein paar Headies verteilen. Und kannst es schön hochskillen. Ich glaube, das zählt aber nicht. Und wir brauchen hier unbedingt einen riesigen Landeplatz, dass wir da landen können und nicht jedes Mal hier einsteigen müssen und let's go. Oh Gott, soll ich wirklich alles mitnehmen? Und dann davon fliegen. Ich mag das Gefühl. Es geht eigentlich, so viel ist da gar nicht drin. Wir haben ja noch Legendary-Zeug. Alles nehmen. Ja. Oh mein Gott! Ich überlege mir vielleicht da mal einen Kühlschrank einzurichten. Ich glaube, das ist gar nicht so bad. Benötigen Sie meine Hilfe? Alter, wenn ich jetzt laufe, das geht direkt. Wie viel sind denn überladen? 800. Können wir hier irgendwas, ne? Habe ich hier irgendwas, das mich kurz mal so... Schiffsteile, die hätte ich auch drin lassen können, ich hält. Das sind 50 Kilo. Jetzt ist es so. Gibt's irgendwas, was uns ganz kurz mal, ne? Ewig viel Ausdauer gibt? Unendlich? Ich hämmer hier voll auf die Taste. Was sieht jetzt hier aus? Das ist ja wirklich nur Medikamente, gell? Ja.
Da wollte ich, glaube ich, nicht gucken, oder? Boah, ich weiß nicht, ob wir es darüber schaffen, wenn ich ehrlich bin. Nur zu bewegen, killt mich schon halber. Ich back mich durch. Ja, alles nicht. Dann verschwinden wir halt unsere wundervollen Traumpacks. Laufe ich überhaupt richtig? Ich hoffe es. Das müsste nicht doch eigentlich gleich hier sein, oder? Bin ich bescheuert. Kann es sein, dass ich total daneben gelaufen bin? Ja, wow. So, wir rennen da jetzt ganz schnell hin. Machen hier immer mal wieder ein paar Schleichangriffe. Komischerweise, die zählen, wenn ich die einfach so mal mache. Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben es gleich geschafft. Hey, richte das Ding bloß nicht auf mich. Ach, das Teil zählt jetzt als Schleifangriff. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So. Da müssen wir das System echt mal ein bisschen anpassen. Das ist super strange. So. Oder ich bin einfach zu blöd. Kann natürlich auch an mir liegen. So, als allererstes geben wir hier die Ressourcen ab. Platz haben wir ja noch ein bisschen. Transfer. Ressourcen, alles. Oder halt alles, was geht. Übertragen. Normalerweise müsste er es ja jetzt abfüllen, wenn es ein gutes System wäre, aber macht es natürlich nicht. Das pisst mich auch ein bisschen an. Warum füllt er das jetzt nicht um? Wir haben doch eine Funktion, dass er das tun sollte. Nein, modifizieren. Nein. Tab. Weißt du, siehst? Wo ist es hin? Ups.
Hä? Wohin überträgt er das gerade? Will ich das wissen? Eigentlich will ich es nicht wissen. Weißt du, man sieht sogar, dass es da reingehen soll. Und da eigentlich hier reingehen soll. Genauso wie es dann hier. Es ist so unrealistisch. Es pisst mich so an, das ist mir jetzt egal. Alle rein. Genau deswegen hasse ich übrigens dieses System. Es pisst mich an. So. Ich will gar nicht wissen, wo die jetzt hingelagert hat, die Ressourcen. Das regt mich jetzt schon auf, wenn ich drüber nachdenke. Den Müll hätte ich übrigens drüben lassen können, glaube ich. Das war ein bisschen dumm. Da nicht. Der hat die doch bestimmt irgendwo hier reingepackt, oder? Hier ist zumindest Blei, warum auch immer. Nee. Apropos Blei, wir haben hier noch gar keine Küche, gell? Sehe ich gerade. Warum haben wir hier noch keine Küche? C, 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 C. Alkane fehlt uns dafür. Was sind Alkane? Können wir die herstellen? Wir können echt viel Zeug herstellen. Können wir auch Healpacks herstellen? Nee. Ich blick zwar gar nichts, aber ja, wir können ein paar Sachen herstellen. Okay, Schmutz. Anzug für, ja, dabei nicht gucken. Okay. Dann packen wir hier aber schon mal die Legendary Sachen weg, die ich komischerweise noch nicht weggeworfen habe. Das hat vielleicht einen Grund. Ja, komm, machen wir sie mal rein. Aber nur, weil sie Legendary sind. Hey, brauchst du was? Ja, ich würde gerne wissen, wo meine Ressourcen hin sind. Wie viel sind wir noch überladen? 600. Boah. Wo hat er die Ressourcen hingepackt? Sicher nicht da rein, oder? Nur Eisen. Schön, dass ich jetzt wieder im Inventar habe. So, hier packen wir noch das Zeug rein. Passt natürlich nicht alles rein. Wäre auch schön. Ich bin wieder fast tot. Oh, das war so eine dumme Idee von mir. Ja, verschwende halt all meine Heal-Packs für nichts und wieder nichts.
zwei Schritte noch. Nice. So. Speichern ab. Was sind das für Geräusche? Gut, dann haben wir eigentlich alles soweit entsorgt. Der Rest ist eigentlich alles zum Verkaufen, oder? Sieht ziemlich danach aus. Und zwar ein Haufen Zeug. Also auch der ganze Müll hier, das ist ja... Wow, was für eine... Die Vase ist ja total viel wert. Ganzen Schmutz, den ich hier mitgenommen habe. So, damit wir schnell rüberkommen, nehme ich jetzt tatsächlich noch ein... Wo haben wir's? Das da, ein Amp. Das noch vielleicht für Regeneration zufällig. Ausdauer suche ich gerade noch. Ja, hier. Wir ziehen jetzt durch, ist mir scheißegal. Wir gehen halt da oben im Bett dann nochmal pennen. Dass ich keine weiteren Heapots verballer. Hi, hi. So. Wir gehen. Leute, wir gehen. Mein Heilplanet zackt immer noch überall. Weil nicht so funktioniert, wie ich will, aber wir gehen. Und zwar gehen wir. Was ist eigentlich unsere aktuelle Mission? Sollen wir direkt da hingehen und die ausschalten oder? Ja. Dann würde ich sagen, bevor ich da hingehe, verkaufe ich jetzt noch schnell. In Alpha Centurio. Und da gehen wir. Nimm eine Frachtmission an. Sprich mit Keltenfrosch. Eigentlich theoretisch zum Geschäftsdistrikt, oder? Da können wir verkaufen. Da könnten wir verkaufen. Soll die Stadt inspirieren oder einschüchtern? Vielleicht kommt es darauf an, warum man hier ist. Captain, Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Er scheint wieder arbeitslos zu haben. Nee. Wir gehen kurz nach Terabu. Wir müssen jetzt nach und nach alles verkaufen. Hi. Hallo, willkommen bei Terabu. Natürlich. So, was kannst du mir abnehmen, ist die Frage. Kannst du mir Schmutz abnehmen? Ja, die Lebensmittel will ich eigentlich alle nicht verkaufen. Mann, ich wollte dafür eigentlich einen Eimer auf meinem Planeten machen. Tschüss. Da, was ist, haben wir hier? Besucher sind leider nur mit Termin zugelassen. Was ist das überhaupt hier?
Hi, kann ich bei dir mein Zeug verkaufen? Wenn du... Nun, wie kann Enhance dir heute helfen? Ach, das ist der wenn Typ, der mich umstylen kann, wenn ich will. Okay. Können wir helfen? Was liegt da eigentlich so? Oh, Schmutz. Ich dachte, vielleicht ein Heftchen. Ein Schmuddelheftchen. Klamotten haben wir dabei ein paar, gell? Die weg müssen. Ich glaube ja, oder? Oh, kein Jahrhunderter-Loadscreen mehr. Ich würde nie minderwertiger. Sehr gerne. Wir. So, verkaufen. Ach, du nimmst sogar Waffen. Wie viel Geld hast du so? Ein bisschen was. Damit kann ich leben. So, du nimmst das hier. Ein Cutter, Drumbeat. Mal sehen, wie viel wir bei dem loswerden. Oh, das war's schon. Hast du... Wir hätten auch aus dem Schiff verkaufen können, ich Held. Oder hast du ein paar Raumpacks nehmen wir mit und Medipacks. Dann können wir ja noch ein paar Waffen bei dir verkaufen. Ja, der Rest kann man vergessen. Danke. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Danke, danke. So, schon mal einen Teil haben wir los. Oh, Shoppingtour, wie ich es liebe hier. Eigentlich muss ich euch nicht dazu zwingen, das hier anzugucken, wenn ich mal ehrlich bin. Ich kann das rein theoretisch auch offscreen-share machen und ich glaube, das mache ich auch. Wir sehen uns in dem Fall nächste Folge wieder, wenn ich hier alles verkauft habe. Und dann... Machen wir natürlich weiter mit der Quest-Reihe. Und danach könnten wir uns eigentlich um die Fähigkeiten kümmern und danach können wir Hauptquests halt machen. Das ist so der Plan. Dann haben wir nämlich zwei Dinger schon durch. Zwei Fraktionsmissions-Storylines. Und dann gucken wir mal weiter. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine Wunde von der Zeit. Ciao.